Nein, du bist der Chef im Urlaub. Nein, nein. Ja, wer ist der Redner bei euch? Ich hier. Also mal wieder Interview, Teamvorstellung und wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Also, wir kommen aus Schafheim, das ist in der Nähe von Frankfurt, im Odenwald. Und ja, wir wollen mal nach Gambia, mal gucken, wie es da so ist. Und ja, lassen uns mal überraschen und einfach mal eine schöne Strecke und eine schöne Gemeinschaft zu erleben. Ja, das ist prima so. Und nun seid ihr beide ja, ne? Volker, kann man ja mal zeigen, hier mit dem Nimbus 2000 unterwegs. Ja. Und die Ulrike hat dann beim Fahren einen Schnatz gefangen, oder? Ja. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du bist die beste Wüstenfahrerin überhaupt, weil du immer die Ruhe bewahrt hast und deswegen steht das Auto jetzt noch gut da. Ist das so? Das wird mir wohl nachgesagt, ich selber empfinde es aber gar nicht so. Aber ich muss schon sagen, sie fährt souverän. Genau, aber ihr beide seid natürlich die, die schon vorher alles wussten, was in Afrika wichtig ist, nämlich immer die totale Ruhe bewahren. Und genau das hat sich dann da gezeigt. Das heißt, Chef immer Freiheit ist euer Teamname. Ihr steht, glaube ich, nicht auf der Einsendeliste, stimmt das? Wenn nee, dann nee, einmal? Nee, einmal. Einmal. Also es war nicht so einfach, im Sand zu fahren, oder? Nee, anfangs nicht. Man muss sich halt erstmal da eingraben. Man muss sich also erstmal eingraben, genau. Genau. Habt ihr auch prima gemacht, aber ihr habt euch wieder ausgegraben. Ihr habt keine Ausfälle am Auto. Nein. Nee, nicht weiter. Und euch geht's nichts auch Tragisches. Und euch geht's auch gut und wir steuern hart auf den dritten Advent zu. Es ist so, dass Advent ja ein bisschen was anderes ist. Wird das bei euch stark gefeiert in der Region? Ja, wir verpassen den Schafheimer Weihnachtsmarkt. Der ist am dritten Advent. Genau. Und bei uns wird seit 10 Jahren traditionsmäßig da immer Feuerzangenbowle ausgegeben. Und es gibt ganz lange Gesichter jetzt in Schafheim. Ganz traurig und da möchte ich euch jetzt hier an der Stelle mein Beileid dazu ausdrücken und vielleicht einen Aufruf an die Schafheimer Gemeinschaft, ein bisschen Glühwein für euch aufzuheben und wünsche euch eine gute Weiterreise. Danke, ja, danke. Gutes Gelingen, gutes Ankommen ja, mit eurem Nimbus 2000.